Judenke! So, für alle, die sich wundern, was hier los ist, hier ist die Hamburger Mahnwache mit dem offenen Mikrofon. Hier spricht jeder für sich in seinem Namen. Und er hat dazu 6 Minuten Zeit. Ist ein bisschen übersteuert. Und er muss 3 Grundregeln beachten. Gewaltfrei, jugendfreundlich und in einem guten Ton. Und dann könnt ihr schon was sagen. Und hier haben wir schon den Nächsten, der was zu sagen hat. Und auch das ist nicht zensiert oder durchgesehen. Und bitteschön. Liebe globale Bevölkerung, liebe deutsche Bevölkerung. Hallo, liebe Mit-Homo Sapiens Sapiens. Hallo, liebe Menschen. Hallo, liebe Mitbürger. Hallo, liebe Mitstreiter der Mahnwache. Liebes Publikum aller Farben, Rassen und Nationen. Dankeschön, alle Homo Sapiens. Ja, der Mensch, der natürliche Mensch. Jener, der in der Gesetzgebung 45, 48, weil man eben nicht unterscheiden konnte, so ein wortwörtliches Zitat meines Geschichtslehrers, Geschichtsdeutschlehrer etc. und mehr, Oskar Bierling, Realschule Penzberg. Darum hat man dieses Verbot von Cannabis und Kokaina reingestellt bzw. erhöht. Es ist einer der größten Unfuge, wenn man über Globalisierung spricht. Möchtest du etwa behaupten, Giovanni, dass die Menschen kontrolliert werden durch den Verbot von Cannabis und Kokain? Ja. Oh nein! Aber selbstverständlich. Oh nein! Aber selbstverständlich, weil wenn ich wortwörtlich, ja, von Polizisten in München, wenn ich sie darauf aufkläre, was sie da für einen Unfug machen, mich zum wiederholten Male, obwohl ich medizinisches Cannabis bekomme, und wie sie rasieren mich, ja, erbärmlichst, ja, menschenunwürdigst, am Boden hinpressen, Taschen zerreißen, etc. Na, und was sie denn eigentlich wollen damit? Naja, damit wir was zu tun haben in den Knästen. Wir brauchen ja auch Arbeit. Wortwörtlich in der dementsprechend auch ernsten. Ich kann es gar nicht so, weil so hassdurchzogen, so menschenverachtend, ich bring's einfach nicht zusammen. Was können wir gegen den Hass machen, Giovanni? Hass, das ist gleich zu verstehen wie die Menschen, die den Dschihad falsch verstehen. Der Dschihad bezieht sich auf das innere eigene. Verstand, Geist, Seele. Eine Mischung. Wenn man körperliche Leiden hat, dass dann irgendwas mal ein bisschen zum Wanken kommen kann bei Wehwehchen, ähnliches etc. pp. Ja. Lass mal vormachen. Deswegen tut ja auch was weh, ne? Gib mal her. Das können wir machen, wir können eine Menschenkette machen. Also und ich bitte euch jetzt auch, dass ihr mal hier rankommt, dass wir eine Menschenkette anfangen, ja, von Hand zu Hand. Ich werde mein Mikrofon nochmal reinhängen, dass ich die Hand frei habe, wa? Und du kannst die noch, noch ein ganz klares, deutliches Wort. Schwester Angela M. Punkt. Weiter nicht falsch verstehen, wenn ein Doppel-F mit den ERK Weiterbuchstaben des Namens kam, doch so erbärmlich einen HIV Enzephalopathie Patienten aus dem Jahre 2012 in der deutschen Justiz samt angestellter Hilfefragestellungen meines Anwalts bei den Parteien, ob bei Grün oder SPD,
Es kam nichts. Ich bekam weder meine Medikamente in Spanien, noch dass man mich rausgelassen hätte. Nein, man muss mich quälen. Denken Sie, wie ein Tier. Es hat nichts mehr mit menschenwürdigem Leben zu tun. Das, was ich hier sage, ist nicht mein eigenes, nur es ist ein Vielfaches inzwischen geworden. Ich weiß nicht, wie man so volksblind, volksfremd eine Nation, einen global macht, die man dann auch noch an sich zieht über die Fehlsteuerungen, dass man Waffen verkauft, weil man mal schön Scheichurlaub machen will, kann man ja privat gar nicht machen. Klappt ja nicht, ne? Kaufen Sie sich jetzt Ihre Pedelta-Drohne, nur 999,99 € und das mit automatischer Zielsuchfunktion. Meine Damen und Herren, liebe deines Nächsten wie dich selbst. Genau. Einmal an das erste Gebot im Christentum. Ja. Ja, wie jede Partei. Der junge Mann hier noch auf jeden Fall erfasst. Einen Meter mit klarem Verstand. Also habt euch einfach mal gegenseitig lieb, fasst euch an die Patschehändchen und wenn ihr gegenseitig auf euch aufpasst, dann wird euch auch nicht so was Schlimmes passieren. Fällt nichts dazu ein, außer Wörter. Genauso erbärmlich wie die Schandtaten ihrer abwerfenden Bomben und ihrer Munition zu den Mitbürgern. Wer war denn 45, 48 noch da? Wo kamen denn die Kinder her? Wie viele GI-Puppies haben wir denn vom Erdboden mit ein oder sonst irgendwo hin versunken, die nach Jahrzehnten irgendwo wieder gefunden werden? Wie viele Leute waren denn bei mir in der Gaststätte, die sagten, ja, in den 70er, 80er Jahren war das schon ganz normal. Also ich war ein Baby damals, ganz klein, aber die sagen, ja, wir haben mit den GIs da geschlupft und geraucht und gerade herrlich war's. Und der aktive Rassismus wird in Bayern getrieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat nichts mehr mit Einigkeit, nichts mit Recht, nicht mit Freiheit und auch nicht mein aber wir haben ja heißgeliebter Gott, du Land der Bayern. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es in keinem Namen unseres Daseins weiter. Ich bitte um Unterstützung, Human Chain, Menschenkette. Ich weiß auch definitiv von dem Politik- und Zeitgeschichtsunterricht damals, dass die alliierten Mächte diesbezüglich auch drauf warten, dass sie uns unterstützen im globalen Vorwärtskommen. Weg von den Chemikalien! Was wollen wir schnaufen am Ende dieses Jahrhunderts? Fäkalien! Recht viel mehr wird nicht mehr da sein. Vielen Dank für die seelenoffene Meinung, den Verstand, open mind, open heart. I asked on Thailand and Spain and often where, what do you think, what's the matter? On the German ones, says they are not to regulate the prohibition to marijuana and cocaine, and they got, they are not ready to find the space to see the globe and what they did all around the last 100 years. Hello. So easy. Thanks a lot. I am hopeful you're helping all together us. If you're coming from Germany or not, the Germans not wanna say to you, yeah, we wanna reach on our heart and soul for this helping without operations, body, mind and soul. Thanks a lot. Okay. Danke für die Kette, Leute.